Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play The Quarry, wo uns wieder erklärt wird, wie dieses Spiel funktioniert. Bitte drücken Sie WASD, um sich zu bewegen. Weil ich noch nie ein Videospiel in meinem Leben gespielt habe, bin ich immer froh, dass ich bei jedem Spielstart und auch sonst diese Anzeige bekomme. Damit geht's weiter. Ja, ich weiß, ich muss da... Ja. Was? Der Stern. Der Stern, der deinen Namen trägt. Oh, es ist der Stern. Sterne. Hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Träume, Hoffnung, Bestimmung. Oder unsere Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit. Vielleicht. Vielleicht. Also kann auch dich von Berlin irreführen. Okay. Gefunden? Nein. Dann wirst du wohl ziemlich kalt und schrumpelig werden. Du musst mir Zeit geben. Guck doch oben. Und da ich... Aber ich dachte eben schon, dass... Ich dachte eben schon, Oh Gott, Glück gehabt. Ich dachte eben schon... dass das jetzt einfach weitergeht und wir die Szene übersprungen haben. Das wäre doof. Das will ich nicht. Weil jetzt spielst du ja eh nicht so lang, da brauchen wir auch nichts überspringen. Oder sonst nicht. So, oh, ein Zeitungsbericht. Und dann. Das ist nicht lange her. Northkill Gazette Zeitung. Ein recht aktueller Zeitartikel über zwei Personen, die beim Wandern in diesen Wäldern verschollen sind. Zum Zeitpunkt bei der Veröffentlichung gelten sie noch als vermisst. War das in der Nähe? Das sind drei Seiten. Achso, okay. Ja, so. Northkill Gazette. 26. April 2021. Die Suche nach Anne Radcliffe und Edward Benson, in Klammern oben im Bild, geht weiter. Beide wurden vor 4 Monaten als vermisst gemeldet, nachdem sie von einem Campingausflug nicht zurückkehrten. Mehrere groß angelegte Suchaktionen in den Gebieten rund um Northkill, allein Northkill, blieben ergebnislos und die Behörden konnten keinerlei Hinweise darauf entdecken, dass die Vermissten überhaupt je dort waren. Gut, ich will auch nie an einen Ort fahren, der Northkill heißt. Ich meine, das kann ja schon nicht gut sein. Während einige Verschwörungstheorien besagen, ihr Verschwinden sei Teil einer Vertuschungsaktion seitens der Regierung, gehen die meisten davon aus, dass die Opfer eines Raubtierangriffs wurden, möglicherweise durch die Bären oder Berglöwen. Die hiesige Wildexpertin Helen Pratt will diese Möglichkeit jedoch ausschließen können, da es im Vergleich zu anderen dokumentierten Angriffen zu viele Ungereimtheiten gäbe. Es könnte natürlich sein, dass es dieses Monster war, ne? Was uns ja auch angegriffen hat. Ja. Bärenangriffe sind selten. Wenn sie jedoch vorkommen, lassen die Tiere in der Regel gut sichtbare Spuren zurück. Blut, Überreste, zerrissene Kleidung oder andere Besitztümer. Helen brachte stattdessen eine weitere Erklärung für das Verschwinden des Paares ins Spiel. Die Gegend hier kann tückisch sein, wenn man sich nicht auskennt. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Benson und Radcliffe von den starken Strömungen mitgerissen wurden. Die Angehörigen der Vermissten weisen die Vermutungen jedoch zurück und beharren darauf, Anne und Ed seien Wander erfahren und steht auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Sie hoffen beide darauf, dass Anne und Edward leben und unversehrt sind und bitten alle, die sie möglicherweise gesehen haben können, sich zu melden und etwaige Hinweise der Polizei mitzuteilen. Ach Gott. Ja. Oh. Ne, das ist nichts. Was ist das? Kommen wir da hin? Ne. So, so auffällig rot, deswegen. Ich dachte, es wäre etwas. Hatten wir jetzt hier eigentlich schon den Beweis? Nee, hatten wir noch nicht, ne? Nee, ist der Anfang des Kapitels. Check it und Zack it. Oh, Check it ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Wer zu hört? Ein verblassener Campfool aus den 1970er Jahren. Anhand der aufgedruckten Namen erscheinen die zwei Jungen zur Hackett-Familie zu gehören. Ist Thackett.
Wer ist Fackett? Hackett und Fackett. Wollen wir es wissen? Okay, wir haben einige Beweise, wo wir übersehen. Okay, ja. Also Beweise, nicht so ein paar Dinger. Aber ja, ich bin schon echt gründlich. Also, okay. Ja gut, oder vielleicht an Ecken, wo ich halt echt nicht hingucke, wo ich halt echt nicht wusste. Oder an Ecken, wo man normalerweise doch irgendwann nicht mehr hinguckt. Kennt ihr, dass da ein sehr gemein Teil versteckt ist. Ja, ist nicht so schlimm. Beweise würde ich ganz gern alle. Aber der Rest ist so ein bisschen optional. Den nehme ich halt schon mit, wenn wir das finden, aber ein, zwei Sachen nicht finden, dann. Ja, okay, was ist denn hier? Da hat wohl jemand die Ruder liegen lassen. Noch feucht. Okay. Ich versuche hier natürlich schon großzügig umzugucken. Und alles mitzunehmen. Aber, ja. Manchmal sind die Sachen aber auch so gemein versteckt. Dann kommt man da nicht immer drauf. Ist eh auch ein sehr dunkles Spiel, was natürlich dieses Suchen nochmal ein bisschen erschwert, wenn du nicht genau weißt, wo es ist. Aber das ist die ganze. Also, es ist auch wirklich so dunkel, ne? Wenn ihr es jetzt auf YouTube seht. Es ist nicht so, dass ihr, wie, dass das irgendwie dunkel gemacht wird. Es ist halt echt ein saudunkles Spiel. Also hier ist halt wirklich Beleuchtung da, wo man es auch braucht. Und ist natürlich auch sehr schön gemacht. Also ich finde das immer sehr schön. Passt ja auch zur Atmosphäre zum ganzen Game. Aber es ist kein sehr helles Spiel. Das ist bei den Spielen auch einfach so, ne? Also bei so Horror-Games. Ich bewege mich 10 Minuten mit WASD. Ich bleib eine Sekunde stehen. Das Spiel sagt mir jetzt immer, wenn ich mich mit WASD bewegen muss. Ach Mensch, denken die echt, wenn ich einmal den loslasse, habe ich die ganze Steuerung vergessen oder wie? Ach Mensch, also, die müssen Entwicklern ja auch was zutrauen. Was ist das? Das sind die Handtücher, ne? Ja, das machen wir als letztes. Gucken wir erstmal dieses wunderschöne Tagebuch. Huh. Oder was ist doch da schon da? Was sollen diese Zahlen? Erstens, 12.03.2016. Zweitens, 24.09.2017. Drittens, 3.11.2019. Fünftens, 9.01.2021. Schaffbar, aber nicht nachhaltig. Regeln für das Segeln, Erinnerung für Betreuung. Alle Boote nach der Verwendung abspülen. Aufpassen, Schwimmen verboten. Boote ordnungsgemäß lagern und Schäden zu vermeiden. Alle Camper müssen Rettungswesten tragen. Falls der Boot kentert, sind die Kinder sofort aus dem Wasser zu holen. Dabei nicht in den See springen, mit dem Boot hinsegeln und an Bord ziehen. War hier nicht hier jemand drinne? Vorher? War das nicht dieser Raum? Oh. Macht denn da. Oh nein. Die Sterne. Wow. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Scheiße, die wollen schwimmen gehen. Kann ich da mal hingucken? Scheiße, die wollen ja schwimmen. Ah, fuck. Check ich ja jetzt erst. Und unsere Aaron, der Prinzessin ist da. Ach so. Ah, okay, warte mal. Kann man.
Wir können unsere Freundin bespannen. Da ist nichts mehr, dann machen wir mal das. Ja, ich hab's ja gedacht. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Arsch! Was soll das? Und dieses Towels. Handtücher. Ah, okay. Towels. Und das. Ne, das sind T-Shirts. Ne? Oh, gut. Ja, okay. Oh, keine Handtücher. Am Arsch. Da ist sie. Dachte eben schon, die wäre da reingehopst. Ein handgeschriebenes Schild, das war verwarnt in der Nähe des Bruders zu schwimmen, wird gefährlich. Wie gefährlich kann dieser See schon sein, ja. Das werden wir ja sehen. Allein nur unter Aufsicht erlaubt, wenn ich da jemand reinzieht, ne? Du brauchst auch keine Aufsicht mehr, das ist nämlich erledigt. Ja, okay. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe, ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbombe! Oh, 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 oh. Hurricane Jake? It's not the promised land, but I'm sure this room is planned. Oh, okay, okay, das bedeutet Rache. Klar? Lass das! Ach, hör auf zu rubbeln! Attacke! Ah, hey! Blöd, Mann. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wär's damit? Wenn ich hier einen Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wär's damit? Hey! Wo willst du hin? Komm schon! Jacob, hier drüben! Hast du es gehört? Was?
Da war so ein Schrei. Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht. Okay, gut, du bleibst da. Ich gehe das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Ah, okay, das war vielleicht ein bisschen mit dem Flirten, ne? War vielleicht ein bisschen doof. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht. Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen. Ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja? Jetzt nur noch zu dritt? Okay, Dylan. Sagst du... Es klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Komm. Abby! Hilfe! Bitte! Hilf ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Okay, ich mach das. Die Schrotflinte hat eine Mordsstreuung. Pass gut auf. Achso. War dumm. Hätte warten müssen, ich. Egal. Genau. Jetzt hat es geklappt. Ah. Sorry, ich habe eben echt geschlafen. Da, Weg gewählt. Weg gewählt, okay. Ja, mal irgendwo hinschießen. Heilige Scheiße! Ich muss. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Zurück ans Feuer. Glück gehabt. Dämlich, dämlich, dämlich. Oh Gott.
halbnackt das Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Okay. Oh nein, aber ich bin schon bereit. Nicht rufen. Hallo? Okay. Eins, zwei. Was? Komm, komm, komm. Scheiße! Komm. Okay, Vince hat es richtig gemacht. Schulter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Psst, still. Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe. Was soll denn das? Stopp. Hilfe. Hilfe. Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Oh, das Schwein hängt da auch. Boah, das war knapp. Oh, das war's schon. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. War ich auch. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit vielleicht. Der Turm. Stürz deinen Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stürz nicht ab. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Alter, die sind so kryptisch, ne, die Alte. Nein. Okay. Was? Wenn du es so willst. Hä? Ah, nein, ich... Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, fuck. Das wird ein Spaß.
Ich wollte weiter, das war... Nein, ich meinte mit weiter, dass sie weiter labert.